Vielleicht ist es das, was mir vorbestimmt war zu sehen. Er schaut dich argwöhnisch unter seinen Augenbrauen an, mit den Augen eines Wächters. All these dances of words and intrigues, machines of men, twisted, ripping the souls of children and by the gods, the goddess of justice. If I could end her like Aethys, I... Margrin burned her once. One can do so again. All dieses Herumgetanzt mit Worten und Intrigen, verdorbene Apparate der Lebenden, zerreißen die Seelen von Kindern und auf Geist der Götter, der Göttin der Gerechtigkeit. Ja, sehr schön. Wenn ich sie nur wie Eotas erledigen könnte, ich... Er atmet und kneift die Augen zusammen. Margrin hat sie schon mal einmal verbrannt. Das kann auch wiederholt werden. Woodica. She must answer to her own justice. Sein Gesicht verdunkelt sich. Woodica, sie muss ihrer eigenen Gerechtigkeit Rechenschaft ablegen. Gerechtigkeit oder Rache? Anyone with a shred of spirit seeks both justice and punishment. It burns in the heart of anyone who lives. All seek it. If the world does not balance, we all drown in the oceans. And the gods would not care. Margrin, she must be redeemed. And punishing Woodica, that will serve. Jeder, der auch nur einen Seelensplitter in sich trägt, sucht nach Gerechtigkeit und Bestrafung. Es bringt im Herzen jedes Lebenden. Dorenz runzelt die Stirn und ballt die Fäuste. Alle suchen danach. Wenn die Welt nicht im Gleichgewicht ist, werden wir alle mehr trinken und den Göttern wäre es gleichgültig. Margrin, sie muss erlöst werden und die Bestrafung Woodicas, das wird ausreichen. Woher wissen wir, dass Margrin nicht eine willige Komplizin war? Margrin war mit Woodica verbündet. Sie versuchte, alle Erbauer des Götterhammers umzubringen. Woher wissen wir, dass sie nicht eine willige Komplizin war? Ist das ein Bible-Joke at my test my faith further? And why would you think that, Watcher? Dorian schaut dich einen Moment lang an, dann zieht er die Lippen zurück und flischt die Zähne. Ist das ein letzter Scherz auf meine Kosten, etwa um meinen Glauben noch mehr auf die Probe zu stellen? Er lacht laut und barsch. Warum würdest du das denken, Wächter? Ich bin mir nicht sicher, ich habe da so ein Gefühl, weil sie niemand anderen wissen lassen wollte, wie der Götterhammer gebaut wurde. Außer ein paar von Margrins Gläubigen, wie dir selbst, weiß niemand, wie er entstanden ist. Warum sollte die Göttin des Krieges ihre Soldaten tarnen, wenn sie ihren Sitz bei Aschfall verlassen? Du sagtest, du hättest Aschfall verlassen, ohne irgendjemand von deinem Aufbruch zu erzählen? Die anderen, die am Bau des Götterhammers beteiligt waren, die sind alle gestorben, oder? Das ist der Grund, weshalb ich ihre Symbole auf deinem Stab verblassen sah. Du sagtest, du hättest Aschfall verlassen, warum Göttin Krieges? Das hier klingt, glaube ich, am besten. If all you have are questions, then I have enough of those. She is a bitch of a goddess, to be sure. But even a whore only goes so far in crossing those she serves. Du und Sonne die Stirn, also als er dich anstarrt, er stirbt sein Lächeln. Wenn du nicht mehr als Fragen zu bieten hast, dann habe ich genug davon. Sie ist eine wahre Piep von Göttin, so viel ist sicher. Aber selbst eine Piep kennt Grenzen dabei, die ihr dienen zu hintergehen. Da nehmen wir wirklich mal das Unterste. Die anderen, die beim Bau des Gewürmers beteiligt waren, sie sind alle gestorben, oder? You answer a question with a question. Then why did I feel her disappointment at Halgott? Why were we shamed? Ein Moment lang ist Durin still und als er widerspricht, tut er dies langsam mit leiser, fast vorsichtiger Stimme. Du beantwortest deine Frage mit einer Gegenfrage. Er runzelt die Stirn. Und warum spürte ich dann bei Halgott ihre Enttäuschung? Warum wurden wir bloßgestellt? Weil ich denke, dass sie versuchte, dich dort zu töten. Sie ist eine Goddess. Ich still drink from her burning breasts, Watcher. If she wished me dead, she could trace me to my source and kill me. Dorian schaut dich einen Moment lang an, als seist du verrückt, dann zieht er seine Lippen zurück und flasht die Zähne. Mich töten? Er lacht laut und harsch. Sie ist eine Göttin, ich trinke noch immer von ihrer brennenden Brustwächter, sein Gesicht brennt und seine Hand festigt ihren Griff um den Stab. Wenn sie meinen Tod wollte, könnte sie mich zu meinem Ursprung zurückverfolgen und mich umbringen.
Im Traum über den Götterhammer sah ich deine Seele im Licht verschwommen und undeutlich, als ob sie von dir getrennt worden wäre. Durin starrte ich mit erfrorenem Gesichtsausdruck an, aber er bleibt still und hört zu. Ich bin mir nicht sicher, ich habe so ein Gefühl, wenn du verwundet worden bist, wie ich es in der Götterhammer-Vision sah, dann kann sie dich vielleicht nicht mehr so sehen, wie du einst warst. Als wir unsere Bitten an sie richteten, erkannte sie dich nicht, du weißt das. Durin wendet sich einen Augenblick von dir ab, sein Gesicht wird nachdenklich, widersprüchliche Emotionen spielen sich in seinen Zügen wieder. Schließlich wendet er sich zu dir, sein Gesicht ruhig und gefasst. I was a fool to think you could help me see any farther than I could. Es gibt keine Beweise, Wächter. Ich war nur ein Narr zu glauben, du könntest mir helfen, weiterzusehen. Wenn du mir nicht vertraust, dann vertraue deinem Stab. Gib zu, dass die anderen Erbauer des Götterhammers tot sind. Durin wendet sich dem Stab zu und mit einem Moment lang siehst du seine Augen brennen. Die Ränder des Holzes sind und die dort eingekerbten Symbole betrachten. Die elf verblassten Kreise. Yes, the other 11. I was the only one to walk away. I thought we had wronged our goddess. That this was my trial, and if I could prove myself worthy, worthy of her! I should have known better. There is only one god of redemption, and I saw him ended. Ja, sie starben bei der Explosion, die anderen elf. Ich war der Einzige, der überlebte. Ich dachte, wir hätten unserer Göttin Unrecht getan, dass dies meine Prüfung sei und dass ich mich als würdig erweisen könnte, ihrer würdig. Ich hätte es besser wissen müssen, denn es gibt nur einen Gott der Erlösung und für dessen Tod bin ich mitverantwortlich. Als er den Stab studierte, spürst du eine Hitzewelle, eine fürchterliche Energie, die wellenförmig von ihm ausgeht. Sie ist so stark, dass es sich anfühlt, als befände sich der Götterhammer selbst in seinen Händen. Und dahinter hörst du ein Weinen wie von einem Neugeborenen. Deine Augen spüren den weißen Blitz und dann 100 imaginäre violett-weiße Schatten, die ins Geheul eines Sturms und darunter strömen und kreisen. Das Malen uralter Maschinen aus Stein, Fels und Metall, die malen und drehen, bis sich alles um dich herum anfühlt, als würde es brennen und in die Schatten der Erde versinken. Unterhalb der Erdoberfläche, dem einzigen Ort, wo eine Seele Zuflucht finden könnte. Ach du meine Güte, das ging mir jetzt gerade irgendwie unter die Haut. Als seine Vision wieder schwindet, siehst du Doris, der den Stab mit seinen Händen umklammert hält. Seine Augen brennen feuerrot. Über der Spitze des Stabes brennt eine helle, klare, abgesetzte Flamme. Er reißt seinen brennenden Blick hinfort und stößt wie ein verwundetes Tier ein entsetzliches, brüllendes Geheul aus. Schleus läuft ihm die Stirn hinab. Doris, wir können das in Ordnung bringen. Wir können dafür sorgen, dass Gerechtigkeit geschieht. Ihr und Wojtyczka. Das hier ist noch nicht vorbei. Wir haben immer noch viel zu tun. Wir können dafür sorgen, dass Gerechtigkeit geschieht. To think, I served her. I followed her. Now I shall serve no one. Wojtyczka's lies must be answered. And now it seems I must take fire and war from a goddess's false claim as well. I still take from her strength as I did. For as long as it lasts. For I shall not cast her aside yet, until I have drained her dry and had my fill, just as she intended for me. Wenn ich nur daran denke, dass ich ihr diente, dass ich ihr folgte. Durins Gesicht verzerrt sich zu einem Zielfisch. Jetzt werde ich niemandem mehr dienen. Wojtyczkas Lügen müssen gesühnt werden. Und anscheinend muss ich jetzt auch noch Feuer und Krieg von den falschen Behauptungen einer Göttin ertragen. Sein Gesicht wird steiler und seine brennenden Augen wirken fast hungrig. Ich beziehe immer noch Stärke von ihr wie früher. Solange es geht, Durin knurrt. Denn ich werde sie nicht beiseite stoßen, bis ich ihr alle Stärke geraubt und selbst genug habe, genauso wie sie es mit mir vorhatte. For I have learned one of the lessons of the faithful. The faithful may wound a goddess greater than any enemy. A purification is coming, and this fire shall consume them both. Ich habe eine Lektion der Gläubigen erlernt. Die Gläubigen können eine Göttin schwerer verwunden als jeder Feind. Eine Reinigung steht bevor und dieses Feuer wird sie beide verschlingen. Dann lass uns fortfahren. Und damit ist die Prüfung des Durins abgeschlossen. Hey! Tagebucheintrag.
Du zeigtest Dorens, dass sich Magron mit Voidiga gegen Otas verschworen hatte und dass sie es eigentlich vorgesehen hatte, dass Dorens zusammen mit den anderen Ingenieuren der Götterbombe zum Tode kommt. Dorens sagte sich von seinem Glauben an Magron los. Yay. Wo ist denn die Prüfung des Dorens? Da unten ganz. Nachdem ich erfahren habe, dass Voidiga für Weitwins Vermächtnis verantwortlich ist. Nö. Okay, das ist das aktuellste gewesen. In Magrans Gabelung traf ich einen Bewerber. Ich schaffte es, Magrans Verschwörung mit Voidiga zum Bau des Götterhammers vor Augen zu führen. Und dass sie ihn nicht deshalb ignorierte, weil er ihr Unrecht getan hatte, sondern weil sie ihn eigentlich zusammen mit den anderen Götterhammer-Ingenieuren in den Tod hatte schicken wollen, um ihre direkte Verwicklung in die Vernichtung von Eotas geheim zu halten. Obwohl dieses Bündnis zwischen den Göttinnen anscheinend nicht von langer Dauer gewesen war, wirft es neues Licht auf den Krieg der Heiligen und der anschließenden Epidemie der Hohlgeborenen. Dorens hat sich seinerseits von seiner Göttin losgesagt und Rache geschworen. Als sein Mann, der schon einen Gott getötet hat, scheint er zu den wenigen lebenden Leuten zu gehören, die eine solche Drohung wahr werden lassen könnten. Jo. Leiden unterdrücken. Letztes Level Up für Sagani, 9.de. Ah, bei Sagani kann ich nicht so viel. Mit 9 Punkten anfangen, leider. Ich könnte überleben, ich könnte Athletik steigern. Wenn ich Heimlichkeit steigere, hätte ich noch 3 Punkte, die könnte ich in Wissen packen. Auch wenn sie da wahrscheinlich genauer verwundender Schuss? Nee. Offensiv. Ein durchdringender Schuss ist modal. Ich mag solche modalen Sachen nicht, weil sie immer irgendeinen negativen Effekt haben. Scharfschütze zum Beispiel. Genauigkeit erhöhen. Wilder Angriff. Nee, das ist wieder modal. Das ist pro Ruhephase. Das ist auch nicht so berauschend. Jäger der Wilden. Nein. Blutiges Gemetzel wäre natürlich... Ja, warum nicht? Blutiges Gemetzel ist passiv, also nehmen wir blutiges Gemetzel. So, das heißt, nur noch Durenz und Alof fehlen im Level Up. Das haben wir aber auch bald erledigt. Und dann halt noch meine anderen 3 Kumpanen. So, nächster Schritt. Jetzt haben wir einen Haufen Zeit mit Durenz und der Quest vergeudet. Kein Fremder hat hier zuvor Zwiesprache mit den Göttern. Ah ja, die reden über mich. Na gut. Dann geht's jetzt erstmal nach Herdlied. Eine Kette von Aktionen mit der Umschalttaste. Also könnte ich eigentlich auf mehrere Gegner 7-mal mit Alof spammen. Das ist auch gut, dass das mal da steht. Das ist eigentlich bekannt aus den meisten Spielen, aber ich vergesse es immer wieder, dass man mit der Umschalttaste solche Aktionsketten planen kann. Das wird ja gerne in Strategiespielen benutzt. Okay. Okay, ich gehe jetzt erst einmal zur Markthalle von Herdlied. Jo. Und guck mich dort nach Schriftrollen um, die Entschlossenheit steigern. Wenn ich da keine finde, dann versuche ich es in Ketnua. Und dann will ich als erstes versuchen, da die Blutopferquest abzuschließen. Tamara, dürrwellischer Händler. Fragen wir uns einfach mal durch. Many blessings, Traveler.
Womit handelst du? Darf ich deine Waren sehen? Rüstung? Waffen hat sie keine. Kutten habe ich hier sehr viele verkauft. Da sind ein paar Fallen. Und Stagierhaut. Okay, du bist schon mal... Der wildische Händler, hey, bin das nicht. Zeig mir deine Waren.